Ja, schönen guten Morgen. Das ist nochmal arschdunkel hier. Ja, aber gerade Kurzsessions im Herbst sind halt natürlich auch immer die Sessions, wo man eine sehr große Erfolgschance hat. Weil gerade das aktive Angeln und dieses mobile Angeln ermöglicht es einem halt, die Fische aktiv zu suchen und schnell die Spot zu ändern und den Fischen hinterher zu gehen. Ja, aktuell ist es noch sehr dunkel. Daher konnte ich einen Fisch ausmachen, der war jetzt genau hier auf dem Spot drauf. Also ja, mal gucken, was passiert, ne? Warten wir mal, bis es ein bisschen heller wird hier, dass man ein bisschen was erkennen kann, und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Ja, wie anfangs schon erwähnt, ein sehr flexibles Angeln und Augen offen halten ist natürlich bei Kurzsessions besonders wichtig, gerade wenn man mobil ist. Ich konnte in der Tat Fische springen sehen, waren aber in einem anderen Teil vom Gewässer, bin dort gleich hingemoved mit meinen 7 Sachen, hab die Ruten ausgelegt, super Stelle gefunden, ein paar Hände voll von dem NG Squid gefüttert, ja, und nicht mal eine Stunde später lief die Rute ab. Also, besser kann es nicht sein. Was natürlich total blöd war, ich habe den Fisch verloren. Das ist so richtig übel und das setzt mir echt zu, weil man freut sich, man arbeitet darauf hin, ja, gerade so neue Stelle, man hat die Fische gesehen, die Spannung ist hoch, dann läuft die Rute ab, ja, hat man sofort die Bestätigung, alles richtig gemacht. Ja, Fisch hat stark gezogen, auch gleich an der Oberfläche, ganz wild, also muss ein, schätzungsweise mal so ein wilder Schuppi gewesen sein. Ja, wollte Richtung Hindernisse, musste ich gegenhalten, ja, und dann gab es diesen blöden, verräterischen, allseits gehassten Ruck in der Rute und die Schnur fiel zusammen. Fisch verloren. Schade. Man kann es nun mal nicht ändern. Jetzt haben wir noch ein paar Stunden. Wetter zieht sich zu, Wolken ziehen sich zu, Wind frischt auf, also denke ich mal, kam noch mal eine Chance, hier noch mal einen Lauf zu bekommen. Wie auch immer, ich halte euch auf dem Laufenden. Hier haben wir den Fisch endlich. Erst den einen Fisch verloren, dann leider noch einen, wollte ich nicht aufgeben. Ja, Mann. Wunderschön lang gestreckt da. Wahnsinn, ja. Ja, ein paar Minuten nach dem ersten Fisch kam mir vor gleich der zweite hinterher, also echt Wahnsinn. Wahnsinn und wunderschön. Bisschen kleinerer Vertreter, gucken wir mal. Gucken wir mal, was noch kommt. Tja, besser kann man kaum in die ersten Stunden des Tages starten. Wahnsinniger Fisch. Echt schön. Es war immer wieder schön, noch mal in der Sonne da zu sitzen und die einfach mal zu genießen. Ne, ich war ja gestern Morgen, wie gesagt, bin ich hier angekommen, Plan war nur für ein paar Stunden zu fischen. Ja, aber was soll ich sagen?
wenn die Fische am See sind, die Fische am Platz sind, man die Fische gefunden hat, dann leider zwei verloren hat, ja, dann leckt man Blut. Und da diesbezüglich konnte ich ja nicht weg. Ja, ich hatte Glück, dass ich mir das auch voreinrichten konnte und dass ich noch meinen Schirm und die Liege im Auto liegen hatte, also dass ich da schnell noch nachrüsten konnte hier an meinem Spot. Also da hatte ich echt Glück, ja, und ich konnte jetzt in der Nacht drei wunderschöne Fische fangen. Also ist alles aufgegangen. Gott sei Dank. Ja. Nachdem gestern hat sich ja dann auch zugezogen und den ganzen Tag durchweg geregnet, es war natürlich sehr vielversprechend. Ja, deswegen wollte ich auch unbedingt eigentlich gar nicht weg hier. Und bin ja Gott sei Dank auch geblieben. Ja, viele oder einige von euch haben mich nach den letzten Videos gefragt, was für Beute ich eigentlich momentan fische oder welche ich da immer favorisiere. Ich meine, jeder von euch weiß, ich fische ausschließlich die Pro-Line-Boilies. Bin ja damals quasi zurück zu meinen fast anfänglichen Wurzeln als Karpfenangler. Ich fische meist oder ich habe einen Boilie, den ich eigentlich durchweg fische, schon das komplette letzte Jahr hindurch, der mir halt sehr viele Fische und halt auch sehr gute Fische gebracht hat, auch an überfischten Gewässern. Und zwar ist das der NG Squid. Ich zeige ihn euch. Und zwar ist es der hier, der NG Squid. Ich fische ihn halt meist so als 26er und 20 mm, so in Kombination. Der NG Squid ist von der Sache her ein Fischmehlboilie, der hat einen hohen Bestandteil an Squid GLM, also Squid und GLM hat. Der Boilie hat einen sehr, sehr hohen Proteinanteil, liegt so bei ein bisschen über 32% Proteinanteil, hat eine sehr schnelle Verdauungsphase und ist halt auch ein Boilie, der sehr natürlich gehalten ist. Ne? Ich fand ihn von Anfang an schon sehr interessant, weil es ein sehr dezenter Boilie ist. Also es ist kein Boilie, der jetzt einen extremen Flavor hat, wo man die Tüte aufreißt und sagt, boah, es riecht ja alles danach, ne? Sondern er ist sehr dezent gehalten. Ne? Auch von seiner Farbe her ist er auch am Gewässergrund nicht so auffällig, also auch sehr dezent. Und deswegen habe ich mich damals schon für den Boilie mit entschieden, den zu testen. Und schon in den ersten Sessions konnte ich ja unglaublich viele Fische fangen und auch echt große Fische. Gerade an viel befischten Gewässern hat er super funktioniert. Auch in dieser Session hat er auch wieder, gerade als Instant-Köder, also ihr wisst, ich habe die Fische in dem Gewässerteil denn springen sehen. Der Platz ist weder vorbereitet noch sonst dergleichen. Ne? Und eine Stunde später, nachdem ich sie springen sehen habe oder nachdem ich aufgebaut hatte, hatte ich auch schon den ersten Lauf. Ja, also gerade Instant ist der Boilie auch super. Ja, was mir an dem Boilie auch noch so gefällt, ist, dass er im Wasser auch sehr schnell anfängt mit Arbeiten. Er hat zwar gerade als 26 mm oder 20 mm arbeitet er im Wasser sehr, sehr schnell, weil auch sehr viele Rohfasern mit verbaut sind in diesem Boilie. Ne? Man merkt auch deutlich, dass die Fische den Boilie auch immer gerne wieder nehmen. Ja? Also den Fisch, den ich vorhin gefangen hatte, oder in der Nacht gefangen hatte, die war ganz, ganz lange, den hatte ich bereits letztes Jahr auf dem selben Boilie, aber nicht auf dem selben Spot. Also da sieht man auch schon, dass die Fische ihn auch immer wieder ganz gern annehmen. Ja. Ich bin ja eigentlich immer nicht so der Typ, der jetzt anfängt, großartig Werbung zu machen oder sonst dergleichen. Das habe ich mir mit den Jahren ein bisschen abgewöhnt und konzentriere mich aufs Wesentliche. Und zwar auf das Fischen und auf die wunderschönen Impressionen, die man hier alle einfangen kann. Ein anderer Boilie, den ich halt jetzt seit jüngster Zeit fische, wo ich aber ja noch nicht viel dazu sagen kann, ja, weil das unsere neue Kugel für 2020 ist. Ne? Den stelle ich euch in den nächsten Videos immer mal so ein Stück für Stück ein bisschen weiter vor. Also ich fische ihn auch als 26er, ne? Hat jetzt auch einen Fisch direkt gebracht, das erste Mal, wo ich ihn fischen konnte. Also da bin ich, zwei Fische sogar. Der hat sogar zwei Fische gebracht. Ne? Der NG, der hat einen Fisch gebracht, den großen langen. Ja, und dann lief der weiter. Ja, ah gut, hat jetzt nicht viel zu heißen, weil ich zwei komplett unterschiedliche Spots fische. Ist auch immer wichtig bei Kurzsessions oder auch wenn man nur in der Nacht fischen fährt, dass man so unterschiedlich wie möglich fischt. Ne? Also in dem Zuge auch halt unterschiedliche Spots, weil es bringt ja nichts, wenn man sich auf einen Spot konzentriert, der mitunter nicht läuft, weil die Fische woanders hängen und ein anderer Spot, den man hätte fischen können, da hängen vielleicht gerade die Fische. Daher jeden von euch immer, aber ich denke mal,
die meisten wissen das schon und ich brauche euch da nichts Neues zu erzählen. Wenn auch ihr irgendwelche Fragen zu meiner Angelei habt oder euch mal irgendwas interessiert, warum ich wie was mache oder wie ich überhaupt irgendwas angehe oder sonst dergleichen, schreibt mir einfach oder schreibt mir in die Kommentare. Ich kann das gerne in den nächsten Videos dann mal aufgreifen. So wie jetzt haben wir den Boiling ein bisschen thematisiert. Wie gesagt, der NG Squid ist ja wirklich einer, den ich jetzt schon fast seit 2 Jahren durchweg fische. Oder 1,5 Jahren, also seitdem ich da wieder offiziell bei ProLine eingestiegen bin. Weiß gar nicht, manchmal habe ich einfach gar kein Zeitgefühl mehr. Ich weiß nicht, ob das schon am Alter liegt oder so. Keine Ahnung. Den kann ich für jeden, der sich dafür interessiert und für jeden, der sagt, okay, ich fische auch ProLine, ne, oder ich möchte gern ProLine fischen oder sonst dergleichen, ist ein echt guter Boilie, um da mal einen Einstieg in unsere komplette Produktpalette zu finden. Also da einfach mal, guckt euch den mal an, wenn er euch gefällt, dann ist es super, wenn nicht, dann entscheidet euch für einen anderen. Alles klar. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nur noch 1 Stunde in dieser wunderschönen Sonne. Mal, dass noch was kommt, dass noch was beißt, dass hier noch was passiert, dass hier noch mal ein bisschen Action kommt. Ja, mein neuestes Model habt ihr in den vorderen Sequenzen schon gesehen, den Nutria. Der ist total zutraulich irgendwie, also ich konnte echt nicht drankommen. Ja, jetzt ist er gerade wieder verschwunden, vielleicht kommt er noch mal wieder an die Boilie. Ich wollte Gott sei Dank nicht rangehen, er hat sich auch nicht dafür interessiert. Also naja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mal gucken, ob hier noch was passiert oder nicht. Vielleicht sehen wir uns noch mal, vielleicht sehen wir uns auch erst im nächsten Video. Also bis dahin. Wenn ihr ins Wasser fahrt, viel Glück, viel Erfolg. Ich wünsche euch das Beste. Bis dann.